Hallo und willkommen zu einem neuen Video über Messung von elektrischen Größen. Dieses Mal wollen wir über Leistungsmessung sprechen. Ich weiß es nicht, wer sich noch daran erinnern kann, aber Leistung kann man berechnen aus der Strom- und der Spannung. Also ich habe hier einen Widerstand, irgendeine Last. An diesem Widerstand gibt es eine Lastspannung, eine Spannung, UL, und es gibt einen Strom, der durchrennt, IL. Und wir hatten einmal eine Formel, die hat so geheißen, P, das ist die Leistung, ist gleich U mal I. Die haben wir hergeleitet, gell? Die haben wir hergeleitet. Leistung ist Strom mal Spannung. So, Leistungen will man relativ häufig messen. Ja? Weil wir wissen, wie viel Watt hat der Motor, aber wir wissen, wie viel Watt verbraucht der Kühlschrank oder der Geschirrspüler oder was auch immer. Ja? Leistungen will man relativ häufig messen. Und wir wissen ja, wie man Ströme misst. Wir wissen, wie man Spannungen misst. Ja? Jetzt könnte man sagen, ja passt, pass auf, machen wir so. Dann messen wir mal die Spannung mit einem Voltmeter. Ja? Zur gleichen Zeit messe ich den Strom mit einem Ampermeter. Ja? Und da bin ich halt irgendwo angesteckt und da hinten ist meine Spannungsquelle. Ja. Ob die jetzt gleich da ist, ob das eine Steckdose ist oder was auch immer, soll jetzt einmal nicht so wichtig sein. Ja. Das ist in einer Art Spannungsquelle, da wird eingespeist, ja. Da ist das Kabel und das RL ist halt, weiß nicht, ein Ofen oder der Geschirrspüler oder was auch immer, wo mich die Leistung interessiert, der Teekocher. Ja. Dann kann ich ja sagen, hey cool, ja, passt, ich habe die parallel dazu messe ich die Spannung, seriell dazu messe ich den Strom, passt, sind wir schon. Ja. Wir haben die Rechnung ohne den Messwiderständen der Messgeräte gemacht. Ja. Es rinnt hier nämlich nicht nur der IL, sondern es rinnt auch hier der IM, der Messstrom, durch das Messgerät durch. Okay? Wir haben zwar gesagt, die Widerstände, die Messwiderstände, die Innenwiderstände der Voltmeter sind sehr hoch, aber ein bisschen was rindert durch, was nicht ideal ist. Ja? Jetzt messt unser Strommessgerät hier, das hier, messt einen Gesamtstrom I. Und der ist nach der Knotenregel, das was reingeht, ist das was außerrinnt. Ja? IM plus IL. Wir messen also nicht nur den Strom, der durch den Widerstand durchrinnt, sondern wir messen auch den Strom, der durch unser Messgerät durchrinnt. Das heißt, die so ermittelte Leistung ist falsch. Also, jetzt pass auf, mach es anders. Mach es anders. Mach da wieder mein Lastwiderstand hier. RL. Und diesmal, wenn ja da einen falschen Strom ist, misse halt da den Strom, um Gottes Willen. Ja. Und misse halt da erst mit meinem Voltmeter die Spannung. Okay. Da wieder meine Klemmen, da wieder meine Spannungsquelle. Okay. Mach's halt so. Wenn ich da falschen Strom habe, mein Gott. Ja. Da haben wir wieder ein, UL. IL. Da rennt wieder der IM. Der stört mich aber nicht mehr. Ja, weil da, schau her, da rennt der IL rennt schon durch mein Messgerät durch. Das ist schon super. Ja. Also Strom messen wir hier richtig. Da haben wir die Spannung richtig gemessen. Da messen wir jetzt den Strom richtig.
Und wie? Passt! Rechnen wir die Leistung aus. Jetzt haben wir es. So soll man das messen. Ah, wir haben noch immer die Rechnung ohne den Messwiderständen gemacht, denn auch unser Ampermeter hat einen Messwiderstand. Einen kleinen zwar, aber er ist durchaus vorhanden. Das heißt, wenn da ein Strom durchrinnt, der IL nämlich, dann haben wir hier eine Messspannung, UM. Ja? Und unsere Spannung hier, ja, diese Spannung U, schauen wir, Knotenregel, machen wir es wieder mal komplett. Ja? Machen wir hier die Maschenregel. Auch wenn es hoffentlich die meisten mittlerweile sehen, dass, schauen wir, Masche 1, U minus UL minus UM ist gleich 0 Volt. Das heißt, U ist gleich UL plus UM. Ja? Ich messe hier nicht nur die Spannung an meinem Widerstand, ich messe die Spannung mit, die auf meinem Messgerät abfällt. Ja? Da, falsch. Da oben, falsch. Die so ermittelte Leistung ist falsch. Ja, was kann ich dann machen? Kurze Antwort, nichts. Ist so. Ja? Leistungsmessung ist fehlerbehaftet. Punkt. Diese zwei Schaltungsvarianten können wir verwenden. Es kommt ein bisschen dann auf die Innenwiderstände oder auf die Messwiderstände der Messgeräte an, wie gut sind die und so weiter. Was günstiger ist, das oder das? Ja? Diese Spannung hier heißt folgerichtig. Ja? Weil ich hier die richtige Spannung messe, diese Schaltung heißt folgerichtig, weil ich hier die richtige Spannung messe, spannungsrichtig. Ja, ist eine spannungsrichtige Schaltung. Und diese Schaltung hier heißt folgerichtig, weil ich da den richtigen Strom messe, stromrichtig. Eine dieser beiden Varianten muss ich mir aussuchen, aber es kann nur falsch sein. Okay? Muss ich mir bewusst sein darüber. Ja, Leistungsmessung. So schaut das aus. Ich messe Strom, ich messe Spannung. In Summe stimmt es nicht. Wenn ich Strom und Spannung habe, kann ich was anderes auch noch bestimmen. Ja? Nämlich nicht nur die Leistung, sondern Ohmsches Gesetz, U ist R mal I, könnte auch den Widerstand bestimmen. Wie das wirklich abläuft bei einer Widerstandsmessung, sehen wir im nächsten Video. Da wird es nämlich erklärt, ja, wie man Widerstände misst. Für dieses Mal sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.